Es gibt nichts Abschreckendes als Mann, wenn man sein da mit zwischen den Beinen verlieren würde, ja. Aber das ist doch legitim. Wir kastrieren doch auch irgendwelche Katzen einfach so. Warum können wir nicht einfach so Männer auch kastrieren, wenn die diesen Weg wählen und Menschen zerstören? Ja. Da brauche ich nicht ankommen mit, ich gebe dir ein paar Pillen. Nee. Niemals. Denn, also wenn der, also ich, und ich habe noch nicht mal Kinder, ja. Also wenn ich Kinder hätte, boah, dann würde ich sogar noch krasser reden wahrscheinlich. Dann würde ich nämlich in der Form reden, ey, wenn einer mein Kind irgendwie anmacht, ja, dann habe ich doch das Recht oder dann hat er selbst unterschrieben, weil manche Menschen würden ja sagen, ja, dann urteilst ja auch du über Menschen. Nee, mache ich gar nicht. Er hat sein eigenes Urteil unterschrieben in dem Moment, wo er sich selbst entscheidet, diese grauen Tat zu machen. Punkt. So sehe ich das. Und Das ist meine Meinung. da weißt du sicher, dass man ausschließen kann, dass es Affekt ist oder krank? Also wenn einer so krank geworden ist, aus welchen Gründen auch immer, ja, ich habe damit einfach kein Mittel. Also, weißt du, du musst ja irgendwie dazu geworden werden oder wie auch immer. Ja? Ich, weißt du, nicht mal andersweise würde ich darüber nachdenken oder wie auch immer. Menschen, die ein bisschen klar sind, ja, die würden dazu nicht. Und dann ist das einfach die Auslese in der Tierwelt. Wenn einer ein Löwen oder, genau, bleiben wir mal in der Löwenwelt, wenn ein Mann oder einfach nur in die Familie einbringen würde und ein Klein was tun würde, was passiert? Der eine Löwe zerfleischt den anderen und weg ist er. Und Punkt aus. Und alle würden ihm helfen aus der Familie. Und warum ist das bei den Menschen nicht so? Ich weiß, wir sind keine Tiere. Dubspace-Forschung mal anders. Wahnsinn, Galakonto TV.